Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare, meine Freunde. Was? Oh, Kopfgeld, Jäger hilft. Ui. Nimm ich. Boah, sieht der geil aus. So, Klasseneditor. Nehmen wir mal diesmal die HBR-A3. Natürlich wieder mal ohne Aussätze, wegen noch nie gespielt und bla bla bla. Nee, das will ich eigentlich nicht online spielen. Spiel suchen und dann suchen und zerstören. Nee, suchen und retten, die Teams wechseln. Sich im Verteidigen und Zerstören von Zielen abbergen, sie marken. Wir könnten ja mal frei für alle machen. Da werde ich wahrscheinlich jetzt eh total abkacken, aber egal. Just for the lulz einfach. Und warum kein Suchen und Zerstören? Nee, ich mag kein Suchen und Zerstören. Einfach die ganze Zeit, wenn du down gehst, irgendwie 10 Stunden warten und nee, ist nichts für mich. Findet man hier überhaupt irgendwie Spieler bei Frei für alle? Wird das aktiv irgendwie gezockt? Ja, findet man. Da findet man doch was. Der wäre natürlich sehr, sehr sinnvoll, so ein Schalldämpfer. Das wäre schon sehr, sehr geil. So ein Schalldämpfer, ja, ja. Aber naja, habe ich nicht. Von daher, scheiß drauf. Und jetzt habe ich auch noch ein Sturmgewehr. Oh Mann. Na, mal gucken. Was daraus wird, auf jeden Fall keine Dreischusswaffe. Das wäre ja echt ein Todesurteil, sag ich mal. Finde ich. Auf jeden Fall Horizon oder wie auch immer die Map ausgesprochen wird. Aber sowas hier, diese Abschussserien, sowas, wie hießen das nochmal? Ah, Spezialisierung gibt's aber nicht mehr, ne, oder? Oder gibt es sowas? In Ghosts gab es es auf jeden Fall. In Modern Warfare 3. Da habe ich es ja nur benutzt. Aber in Advanced Warfare gibt es sowas nicht, ne? Habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Da ist er. Frei für alle. Da ist ja die Brumme. Okay, frei für alle. Voll, Alter, hat den Sound, ey, leck mich am Arsch. Ratter. Kann ich hier rein? Cool. Alter, was ist denn das für ein geiles Gebiet? Ist mir ein bisschen zu riesig. Wenn ihr mich fragt. Ratter. Boah. Ist überhaupt nicht laut. Nö. Ratter. Ist das eine Waffe, ey, leck mich am Arsch. Ratter. War doch irgendwas. Ah, von hinten wurde ich wahrscheinlich auch noch gefickt irgendwie, glaube ich. Ratter. Oh, geh doch down einfach, danke. Mann. Mann, ey, das war echt nubisch bescheuert von mir. Auch vom Gegner einfach weitergelaufen. Interessiert sich einfach gar nicht mehr. Wenn der da oben rumgebildet ist, ist mir scheißegal. Alter, guck dir den. Oh Gott, in Frei für alle am Rumcampen. Wow, Respekt. Ist ja der Beste, wa? Boah, ey. Haben wir denn hier? Ich hätte gedacht, hier wären Gegner. Aber nö, ist nicht. Jawohl. Hatte zum Glück Low Life. Feindliche Drohne über uns. Deswegen der recht schnell down ging. Alter, wieder Medaillen. Bis zum Gegner. Comeback. Bla bla bla.
Ich dachte, ich werde verfolgt, lauf zurück und dann ist da hinter mir einer. Hier was los, ne? Außer da. Feindliche Drohne über uns. Ja, falsch. Boah. Jawohl, einfach mal von hinten alle gefickt. Sehr schön. Echt wunderschön. Springt da gerade einer rum? Nee. Keine Ahnung. Summ, summ, summ. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Okay, folgt mir keiner. Ich dachte, ich habe Steps irgendwie gehört, aber nee. Dem ist nicht so. So, hab schon mal die Drohne. Ole, ole. Alter, ey. Unsere Drohne ist online. Müsste gleich einer sein, oder? Hab ich gerade nur... Oh, Alter, da springe ich wieder in meinen Tod. Ey, ich springe gerne in meinen Tod, wie man merkt. Der ist down. Mann, bleib doch stehen. Dann komm ich halt von da. Auch gut. So. Jawoll. Mein Aussitzplatz. Der rennt mir wirklich hinterher wieder. Ein kleiner Motherfucker. Oh, Mann. Aber es läuft schon besser, sieht er? Kommen frei für alle, wo nicht zigtausend Leute auf einen Haufen sind irgendwie. Schon sind sie eher down. Ist kommt einer von da irgendwie? Nee, Mensch. Doch. Hier ist doch einer. Steht genau vor meiner Fresse. Und ich darf nicht so oft anscopen. Das ist echt scheiße. Deswegen, wenn er genau vor meiner Fresse steht, warum sollte ich denn da bitte anscopen? Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. So wie jetzt zum Beispiel. Bin ich hinterher. Okay. Dann eben nicht. Ich wollte schon wieder runterspringen. Ich springe so gerne runter auf dieser Map, beziehungsweise auf allen Maps, wo man runterjumpen überhaupt kann. Oh, Leben. Ich habe einen Bloody Screen auf Doom wieder mal. Also war scheinbar doch keiner auf der Rampe. Ich dachte, da wäre noch ein Gegner auf der Rampe irgendwie und die bücken sich und der andere schießt irgendwie auf mich und keine Ahnung. Gerade ein bisschen Brain AFK. Boah, Wolle, du alte Sau, du! Feindliche Drohne online! Feindliche Angriffsdrohne im Anflug! Also vom Schaden her ist das Sturmgewehr auf jeden Fall schon sehr geil, muss ich ehrlich zugeben. Also die Gegner fallen schnell um. Das ist auf jeden Fall gerade momentan sehr, sehr gut. Kommt von hier aus einer? Ne. Davon ist auch keiner. Wo sind sie denn? Guck mal, da ist einer. Macht sie fertig. Achtung! Feindliche Vorräte. Folgt mir einer? Ja. Da ist auch keiner. Hier ist auch keiner. Ach man, da wäre ich lieber mal nicht runtergesprungen einfach. Boah, ey. Du wirst wieder mal von überall attackiert.
Dass ich die nochmal bekommen habe, Respekt. Down, jawohl. Da kommt von da. Boah, ich dachte, von rechts kommt gleich noch einer. Aber ne, kam leider nicht. Deswegen habe ich auch schnell die Granate hingehauen. Also da vorne hier, so in dem Bereich, wird oft gefightet irgendwie. Alter, wie viel Schaden? Was ist das? Ball 27. Mit der Ball 27 oder wie auch immer die Kacke ausgesprochen wird, rennen viele rum. Fällt mir so nebenbei auf. Damit rennt echt immer jemand rum, der mich immer fast schon one-hittet. Die muss scheinbar recht gut sein. Gibt es eigentlich irgendwie auch einen Perk, irgendwie, dass man, während man am Zielen ist, irgendwie ein bisschen schneller nach links und nach rechts raved? Das wäre hammergeil. Würde mir echt gefallen. So ein geiles Perk. Wo kommst du? Na, da kommt einer wieder von links, ey. Spielverderber. Alter, ich bin Zweiter. What the fuck? Hat ja eigentlich recht gut hingehauen. Ja, 29, 22. Super KD. Ole, ole, ole. Weil die meisten rennen wirklich mit der KF5 rum oder am meisten aber auch wiederum mit der Ball oder Ball oder wie auch immer die ausgesprochen wird. 25 oder wie auch immer die Zahlnummer war. Also damit rennt echt jeder fast rum. Kann ich mir ja mal ganz kurz angucken, wo man die... Ach, da ist sie doch. Das ist die Anfangswaffe. Ich hatte da irgend so eine Special-Waffe, aber nö, ist nicht. Ist die wirklich so stark? Ändert sich da eigentlich was? Nee. Warte mal. 9, 10, 9. Also AK-12 macht meistens Schaden. Schussrate? Ach, da ist die Schussrate besser. Mhm. Interessant. Naja. Auf jeden Fall werde ich ab hier erstmal diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Advanced Warfare wieder. Haut da rein!